Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute eine super coole Performance an der Longe. Also bleibt dran und genießt das Video. Wir wollen heute so ein bisschen Quadrille an der Longe machen und aufmerksame Zuschauer wissen vielleicht, wann diese Idee entstanden ist, und zwar in unserem Urlaub im Allgäu. Es gibt, glaube ich, auch ein Video, das irgendwie so heißt Longe Quadrille oder so in der Art. Genau. Und zwar haben wir uns da verschiedene Figuren überlegt, die wir mit den Pferden zusammen longieren können. Also, dass wir parallel Sachen machen oder hintereinander her. Und wir wollen das heute mal so ein bisschen auf die Spitze treiben und uns eine coole Formation ausdenken. Und jetzt planen wir die kurz und dann gehen wir in den Stall und setzen es direkt um. Ja. Wir haben unseren Plan. Wir sind fertig. Oh mein Gott, das klingt jetzt so leicht und es wird so schwierig. Ja, aber ich glaube, das macht Spaß. Dann auf geht's in den Stall. Wir sind jetzt am Stall angekommen. Wir haben die Ponys geholt und fertig gemacht. Und jetzt werden wir die Ponys aufwärmen. Da probieren wir schon so ein paar Figuren aus. Und anschließend versuchen wir dann, die Performance einmal am Stück durchzuziehen. Los geht's! Wir üben jetzt gerade mit die schwierigste Stelle und wir machen das jetzt halt direkt am Anfang im Schritt, und zwar kreuzen wir uns und Tiffy und ich müssen unter der Longe von Johanna und Kira durchgehen. Die Kira denkt halt immer, sie muss in die andere Richtung. Okay, wir versuchen mal ein bisschen weiter innen zu gehen, wo die Longe höher ist. Ja. Mach den Kopf runter. Runter. Die Kira so. Sehr gut. Und Schritt. Jawohl. Sehr gut. Super. Und Galopp. Entschuldigung. Ja, alles gut. Gut gemacht. Der war super. Ja. Jeffy und ich sind jetzt vom Aufwärmen zum Spielen übergegangen. Das macht ein bisschen mehr Spaß. Das ist so ein Eumel. Okay. Ja, jetzt sind wir eigentlich warm, ne? Dann treibe ich bei C an. Achso, ich dachte beim Zirkelpunkt. Oh, okay. Ah, ich fahre bei Zirkelpunkt. Also jetzt? Ja. Ja, wir haben eine Sache nicht beachtet, Johanna. Was denn? Wenn du auf den Zirkel unten gehst und ich oben, sind wir ja nicht gleich zueinander, sondern parallel. Ja? Ja, das passt ja nicht in unseren Plan. Achso. Learning by doing. Nochmal ganz von vorne. Ja, war zu weit hier. Ich hab's schon gemerkt, ich bin extra immer weiter nach hier gegangen. Ja. Okay, Seitenwechsel. Ja, die Kira muss auf jeden Fall eigentlich auf der anderen Seite von der Tiffy sein. Ja, ja.
Johanna ist so schnell. Ja, wie seid ihr so schnell galoppiert? Also ich versuche einfach einen kleinen Zirkel zu gehen und du so groß es geht. Ja. Nochmal ab X. Da hat ja keiner behauptet, dass es einfach wird. 3, 2, ah. Galopp. Wir machen eine Volte, Tiffy. Und Terap. Hallo. Mach mal von vorne. Ja, das ist halt alles noch sehr unkontrolliert und wir müssen halt jetzt nochmal, während wir das versuchen, rausfinden, wo unsere Pferde zu schnell und zu langsam sind. Weil Kira zum Beispiel sehr heiß ist und schnell galoppiert und Tiffy ist ja mehr so ein ich galoppiere auf der Stelle Pferd. Deswegen müssen wir mal gucken. Also das ist jetzt nicht das Einzige. Wir müssen auch bei dem Wechsel, wenn wir durch die ganze Bahn wechseln, darauf achten, dass die Kira links geht und die Tiffy auch links, damit wir gut aneinander vorbeikommen. Auf geht's! Terap. Komm. Das ist Galopp. Weiter, weiter, komm. Terap, Terap. Und halt. Ja, die Linie ist gestimmt. Jetzt fehlt noch das Durchparieren. Perfekt! Und aufmarschieren, ne? Ja. Und halt! Nochmal durchgehen. Vielleicht lassen wir die zu. Vielleicht lassen wir die besser zu uns schauen dann. Ja. Also bis aufs Anhalten hat das jetzt schon richtig gut geklappt. Es ist natürlich alles andere als perfekt. Ja, aber eigentlich würde man das jetzt auch an mehreren Tagen mehrfach üben. Ja. So, nachdem das ja eben schon sehr gut funktioniert hat, machen wir jetzt die Final Round. Das funktioniert jetzt einfach alles perfekt. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Wow. Gut. Und
grüßen. Und auch zu der Kamera noch grüßen. Das war so gut. Das war so fein. Das hat mega Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, das hat euch genauso Spaß gemacht. Wenn dem so ist, könnt ihr ja gerne mal einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar schreiben, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt und wie es euch gefallen hat generell. Genau, und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute und sagen bis Düsseldorf!